Um aus den Verheerungen und Zerstörungen der beiden Weltkriege zu lernen, die Verständigung zwischen den Völkern zu fördern und den Frieden zu sichern, wurde 1945 die UNESCO als Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der UNO gegründet. Ein besonderes Ereignis stärkte die weitere internationale Zusammenarbeit. In den 1960er Jahren drohten die jahrtausendealten Tempel von Abu Simbel durch den Bau eines Staudamms sprichwörtlich zu versinken. Um das zu verhindern, wurden die Bauten im Rahmen einer internationalen Rettungsaktion abgetragen und an einer höher gelegenen Stelle wieder aufgebaut. Dieses erfolgreiche Projekt förderte das Bewusstsein, dass es überall auf der Welt Orte gibt, die für die ganze Menschheit von Bedeutung sind und deshalb vor Einflüssen wie kriegerischen Konflikten, mutwilliger Zerstörung, wirtschaftlichem Entwicklungsdruck, Naturkatastrophen und dem Klimawandel geschützt und erhalten werden müssen. Die Idee des Weltkultur- und Naturerbes war geboren. 1972 unterzeichneten die ersten Mitgliedstaaten der UNESCO die Welterbekonvention und verpflichteten sich dazu, außergewöhnliche Natur- und Kulturdenkmäler auf ihrem Gebiet zu bewahren. Damit eine Stätte in die Welterbeliste aufgenommen wird, muss das Land, in der sie sich befindet, sie zuerst für einen Eintrag nominieren. Internationale Fachexpertinnen und Experten prüfen daraufhin, ob eine Aufnahme in die Liste gerechtfertigt ist. Schließlich stimmt das Welterbekomitee, ein Gremium von 21 gewählten Staaten, darüber ab. Welterbestätten zeigen die Vielfalt der Kulturen und Naturphänomene auf und machen Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur erfahrbar. Das UNESCO-Welterbe trägt dazu bei, diese besonderen Orte zu erhalten und kulturellen Austausch, Verständigung und Frieden nachhaltig zu fördern.